Wir Menschen sind ein Gemeinschaftswesen von Natur aus. Das beginnt schon, dass jeder nicht vom Himmel fällt, sondern eine Familie in eine Gemeinschaft von Mutter, von Vater, von Verwandtschaft, Großeltern hineingeboren ist. So wird man langsam heranwachsend zu einem Menschen erzogen, der bereit ist, auch anderen zu helfen. Ich hatte schon vorher schon manchmal den Eindruck, dass vielleicht Gott mich zum Priestertum berufen könnte. Ich habe das dann schon verdrängt auch oder mir gedacht, nein, das bilde ich mir nur ein. Und erst eigentlich dann in der Zeit der Stille, im Gebet, in der eucharistischen Anbetung, auch vor allem hier an diesem Altar, ist mir dann vorgekommen, nein, in dieser Stille und auch im Gebet für Priester und Ordensleute, ist mir dann vorgekommen, na, das könnte wirklich etwas für mich sein, das könnte der Ruf Gottes für mein Leben sein. Es gibt diese schöne Geschichte vom Pfarrer von Ars, wie er in seine Pfarrei gehen soll. Es ist nebelig, wie heute. Er findet den Weg dorthin nicht und er begegnet einem kleinen Buben und er sagt zu ihm, du zeigst mir den Weg nach Ars und ich zeige dir den Weg zum Himmel. Eine schöne Erzählung, die etwas aussagt von dem, was ein Pfarrer zu tun hat. Ganz allgemein gesagt, er soll den Menschen den Weg zum Himmel zeigen. Ein Priester steht hier in dieser Welt für Jesus Christus da. Er darf Jesus Christus vertreten, er darf in seiner Person handeln und er hat die Aufgabe, die Menschen dadurch mit Gott zu verbinden, die Menschen zu Gott, zu Jesus Christus hinzuführen. Es gibt also die Mitbrüder, die Priester, die vor allem in der Pfarrseelsorge tätig sind. Und dann gibt es auch die Laienbrüder. Also bei uns in der Gemeinschaft gibt es auch die Möglichkeit, also für einen jungen Menschen, der einfach ein geistliches Leben führen möchte, aber der sich sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt in die Pfarrseelsorge, ich möchte auch nicht unbedingt Priester werden, sondern ich möchte einfach als Ordensmann in einer Gemeinschaft leben. Und dann gibt es je nach den Fähigkeiten und auch nach den Begabungen, die jemand hat, auch die Möglichkeit, einfach ganz praktische Dinge zu tun. Die Heiligkeit besteht nicht darin, dass wir außergewöhnliche Dinge tun, sondern dass wir die einfachen Dinge unseres alltäglichen Lebens mit außergewöhnlicher Liebe tun. Ich denke, wenn uns das gelingt, immer wieder im Alltag, nicht nach dem zu streben, dass man meint, ich habe nur ein erfülltes Leben, wenn ich das und das erreiche, wenn ich so und so viel Geld habe, wenn ich die und die Karriereleiter bestiegen habe. Natürlich sind das auch wichtige Dinge. Aber es ist ebenso wichtig, dass wir spüren, dass die Schönheit des Lebens sehr oft in den kleinen Dingen besteht. Und dass gerade in den kleinen Dingen, auch in den ganz alltäglichen Begegnungen mit Menschen oder auch in den Dingen, die wir tun dürfen, wenn wir die mit Liebe machen, dann bekommen wir auch sehr viel zurück. Und dann schenkt uns Gott auch sehr viel Erfüllung. Im konkreten Kontakt mit Brüdern ist mir dann vorgekommen, na, das sind Leute, die ein Leben mit Christus führen, für die Christus an erster Stelle steht, die alles andere hinten angestellt haben, zurückgelassen haben, um dann frei zu sein für Christus. Und dies wollte ich ernsthaft prüfen und deswegen bin ich auch in den Deutschen Orden eingetreten. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die vielen Jahre, dann kann ich sagen, mir hat das Leben eben das gegeben, wobei viele Schwierigkeiten waren, das ist klar. Aber in allem Zurückschauen gesehen, wo ich sage, Gott sei Dank, den Weg kann ich noch weitergehen.